Aber inzwischen kackt es mich an, mit dem Tröpfler in die Stadt zu gehen, weil dann muss ich die Liquidflasche dabei haben, dann muss ich die ganze Zeit danach tröpfeln. Da halte ich jetzt meistens da nehme ich meistens den Scrape mit dann passt das so. Du Aber brauchst klar, Quonker. ja, dann ist Quonker, genau. Aber auch mit dem Scrape bei 40 Watt mache ich größere Dampfen als mit Zigarette. Ja, das ist so. Das ist automatisch so und dann wirst du automatisch angeglotzt. Ja. Who cares? Also das Schlimmste, was ich mal erlebt habe, war, und da kommt noch der Clou, vor einem Krankenhaus, eine Mutter mit Kind, die Mutter mit Zigarette in der Hand, ich am Dampfen, und sie hat dann ihr Kind weggezogen und zu ihrem Mann gesagt, nee, weißt du, das ist gefährlich, der Dampf. Aber ja, Das ist was soll man genauso dazu passiert. sagen? Der Aber Vater hat ihn sogar sonst, die Kippe im Mund noch. ja, genau. Aber sonst, ich halte mich so, ich halte so quasi wie beim Rauchen. Also überall, wo nicht geraucht werden darf, dampfe ich auch nicht. Ja. Ja, aber egal was. Also jetzt, ob das ein Tröpfler ist oder ein Squape ist oder wie auch immer, spielt mir jetzt nicht so eine Rolle. Das halte ich auch so. Und ich versuche auch, Ja. wenn ich an der Bushaltestelle zu stehen, stehe und neben mir eine Gruppe Leute steht, dass ich nicht, wenn ich den Ja. Dampf rauslasse, dass es denen genau auf Kopfhöhe, ja, in die Fresse geht. Das ist halt dann schon, das wäre mir vielleicht auch unangenehm, wenn das der Ja, andere. aber das ist gesunder Menschenverstand. Also, Genau. Ja, auf ich. jeden Fall. Es gibt halt schon Leute, die das immer wieder übertreiben. Ich sehe manchmal auch, wenn ich da so einen Typen sehe mit dem Cloud-Chasing-Gerät mitten im Bahnhof, frage ich mir dann auch, ja, okay, ist das jetzt wirklich nötig? Ja, das stimmt. Kann man, muss man aber nicht. Geht es ja auch nicht darum, was erlaubt ist oder was nicht erlaubt ist, sondern einfach, eben, wie ich gesagt habe, gesunden Menschenverstand. Also. Ah, ich glaube ja, also gesunder Menschenverstand ist sicher das eine. Ja. Ich würde jetzt auch nie an ein Konzert gehen, Ino, und dann, wie gesagt, das Cloud-Chasing-Ding auspacken und mit 200 Watt in die durchdampfen. Das dann natürlich schon nicht, weil ich nicht, weil es mir peinlich ist, sondern einfach, weil es mich anscheißt, dann jedem Zweiten zu erklären, wie, was, wo, warum überhaupt und wie funktioniert es, gefährlich, nicht gefährlich, scheiße, ich weiß auch nicht, gelesen. Das ist dann meistens mehr das Mühsame. Und dann in der Zwischenzeit nur 25 Mal Ja, da auch noch. also da muss ich sagen, da hatte ich am Rammstein-Konzert nicht das Problem. Da war, Das war aber draußen. waren mehrere da, Cloud-Chasing-Geräten da waren. Ja gut, aber das ist natürlich draußen Bei und Iron Maiden auch. also es war dann, da war dann wirklich lustig, da hast du irgendwo eine Wolke gesehen, dann gab es eine Kettenreaktion, waren irgendwie so 10, 20 Wölkchen plötzlich in der Luft und nebenan, hey, das schmeckt fein. Ja, das gibt's auch. Die Erfahrung habe ich natürlich auch gemacht. Also, wenn ich da, was hatte ich denn damals drin? Irgend so ein Erdbeerliquid oder so. Du stehst auf einem Konzert draußen im Winter in einer Horde von 50 Rauchern und du möglichst weit weg, dass du natürlich die möglichst nicht anpustest und immer schön nach oben, ne? Und dann kommt einer, irgendwas ist hier anders. Einer macht was anders. Ja, und dann, ja. Der zieht War dann auf halt, der Kippe. ne? Ja, also es roch dann halt nach Erdbeer und schmeckte fein und die wollte dann auch direkt, dass ich sie anpuste. Also die hat dann drauf bestanden, quasi so eine komplette Ladung ins Gesicht zu bekommen. Ja. Ja. Diese Reaktion habe ich im Übrigen auch sehr, sehr oft. Also wenn sie dann riechen, dass es eine feine Sache ist, gib doch mal so eine komplette Ladung. Also Auch raus. Ich habe hier eine Nachbarin, die wohnt quer über die Straße. Das ist so boah, 15, 20 Meter weg und die hockt da immer vorm Haus und raucht. Und die kam letztens rüber. Wenn ich vorm Haus Dampf halt, dann habe ich dann keine Hemmung, die große Kiste nach vorne zu nehmen. Und das hat dann den Dampf halt wirklich quer über die Straße, die 15 Meter bis zu ihr vor die Tür. Und die stand dann wirklich bei mir vorm Shop und sagt, das riecht so lecker, jetzt will ich wissen, was das ist. Also Ja, das gibt's super. auch. Das gibt's auch, ja. Aber ich habe auch schon erlebt, Leute, denen das quasi komplett egal ist. Also die wollten weder wissen, was das ist oder ob das jetzt schädlich ist oder was auch immer sie in der Zeitung gelesen haben, sondern als sie dann irgendwie erfahren haben, dass ich die Liquids selbst mache, fanden die das einfach cool. So, ah, cool, jemand, der selbst wieder was macht, quasi ein Geschäft hat und so. Das war dann eher der Diskussionspunkt als das Dampfen selbst. Okay, also die Reaktion im Chat ist eigentlich durchaus etwa dasselbe.
Kilometer schreibt zum Beispiel noch fast 5 Jahre und dann verachte ich gar nicht mehr auf Reaktionen der Leute. Gast 0, auch mischt XP. Letztes habe ich eine kleine Wolke gepustet und eine chinesische Touristin ist unter großem Gekreische weggerannt. Wave R 1,2 Ohm, 15 Watt, 50-50 Mischung. Blackhead schreibt, der Aktion gibt es eigentlich keinen, aber wenn Dampfer auf andere Leute glotzen, um zu gucken, ob die gucken, dann gucken die, weil der Dampfer drauf glotzen. Er ist ein bisschen so. Pippo schreibt, hat der Butch eine Sold-Verbindung? Ja, wahrscheinlich schon. Landsleute haben sich bis jetzt nie aufgeregt, aber auf der Straße nur Mini-Wolke. Pippo schreibt, ich nehme immer volle Kanne, scheißegal, was die anderen sagen. Ist auch gut. Helmut Trebnik schreibt, Butch hat seine Katze nicht ins Laufrad gesetzt, jetzt hat er zurück. Wo ist der da? Damu Sutsu sagt, was sagt ihr zu den rosa Akkus? Ich finde die Tops bis jetzt. Rosa Akkus. Die Samten 30 Kuh. Ja, die 30 Kuh sind das. Top-Dinger. Also ich persönlich traue ihn nicht unbedingt, weil sie sind nur mit 15 Ampere angegeben und ich, wenn ich dann mal auf die Kobold gucke, mit meinem Setup, wenn ich dann sehe, dass ich durchaus bei 21, 22 Ampere bin, dann packe ich nicht unbedingt Akkus rein, die nur laut Angabe 15 Ampere abkönnen. Ja. Also sind die sicherlich gut. Da muss ich reingrätschen. Die haben, ja, die sind gelb. Die lügen jetzt einmal in die andere Richtung. Da hatten wir ja von Efest und Keypower und Trustfire verschiedene Sachen an Lügen gehört, was ihre Ampereanzahlen angeht. Bei den Samsung ist es jetzt einmal umgekehrt ausnahmsweise. Der Battery Mooch und auch der Mountain Prophet haben beide, das sind ja die beiden großen Batterientester oder Akkutester der Welt, der Dampferwelt, die haben beide diese Akkus getestet. Und unabhängig voneinander kamen die beide auf das gleiche Ergebnis, dass sie nämlich 20 Ampere aushalten. Und dass die genau gleich stark und auf Kopfhöhe oder Augenhöhe sind mit den LG HG2. Also das sind eigentlich die genau gleichen Akkus von der Leistung her. Für mich persönlich ist der Samsung sogar noch ein bisschen besser, weil er nach meiner Meinung nach, was ich denke, ein bisschen weniger schnell warm wird. Das ist richtig, die HG2 werden recht schnell warm. Die HG2 werden schnell warm und der Samsung lässt auch 0,06 Ohm auf der Mech-Parallelbox kalt. Dem ist das egal. Okay. Also das finde ich ein super Akku bis jetzt, wirklich. Hatte noch keine Probleme damit. Dann haben wir hier einen neuen Gast, den Spiro. Hallo Spiro. Hallo, hallo. Hört ihr mich? Ja. Ja. Ja, jetzt habe ich mal geschafft, in die Runde zu kommen. Genau. Dafür kommt Butch nicht mehr rein. Was hast du gesagt? Dafür kommt Butch nicht mehr rein jetzt. Ja, ich weiß, ich mache es auch kurz. ja, ich muss mich wahrscheinlich kurz vorstellen, für die mich nicht kennen. Genau. Ich heiße eigentlich Patrick, eben mit dem Spitznamen Spyro. Komme aus Bern, aus der Schweiz. Ja, dampfe jetzt dann im Sommer knapp 3 Jahre. Ja, bin auf 3 Milligramm. Jo. Neues gibt es eigentlich nichts im Moment bei mir. Hab sonst so die ganzen mitverfolgt, die ganze Sachen, die ganze Serien. Ja, jetzt habe ich es mal geschafft reinzukommen. Na sicher. Schön, bist du mal da. Danke. Und der Butch, der wartet jetzt, bis irgendwann rausgeht, dann kann er wieder reinkommen. Leider. Jetzt durch, wenn das Internet nicht funktioniert. Ja, leider. Schön, bist du mal da. Hast du keine Cloud-Guerilla-Jacke bekommen? Ja. Yep. Stolz. Ja. Das ist ja doch was Neues, wenn du die Cloud-Guerilla-Jacke bekommen hast. Das habe ich übrigens komplett vergessen beim Was gibt's Neues. Komplett, sorry. Ich hab's gemerkt. Ich muss dir kurz zeigen, weil die Stickerei ist wirklich gut gemacht. Ja, ist top Qualität. Ich habe mega Freude. Und das Logo ist super gestickt. Die Qualität der Jacke ist top. Also für diesen Preis 1A. Moment. Doch. Spyro. Ja.
ich soll dir noch ein Danke ausrichten für die ewig VTC Mini von meiner Freundin. Sie hat Riesenfreude daran. Ah, dann jetzt ist gegangen. Super, cool. Freut mich, freut mich. Also. Coole Sache. Jawohl. Genau. Jäckchen stecken lassen mit diesem mega Rückenbadge. Das Ding ist wirklich so unglaublich genau gestickt. Es ist abartig, wie viele Nuancen und Facetten das da reingebracht wurden. Der hat sogar den Kopf irgendwie, das sind verschiedene Stickrichtungen und das wirkt dann so ein bisschen 3D-artig, wenn man das anguckt. Dann ist die eine Fläche dunkler, die andere heller. Wenn man es dreht, ist es wieder anders. Doch, haben wir das auch entdeckt. Was ist dieses Cloud Guerilla eigentlich? Da musst du mal die QC fragen. Da kann ich das bestimmt genau erklären. Wenn ich eigentlich diese Karte, diese QC. Mit wie viel Prozent misst man das? Mit wie viel Prozent misst man wie Cloud Guerilla? Naja, man kennt's. Ja. Ja. Wer hat Heisenberg gekauft? Ich habe noch von Stuttgart, also ich brauche keinen Anspruch. Mit wie viel Prozent hast du das angemischt? 300. Pur! Puh! Hardcore! Der Blecker schreibt, ich will eine Hamsterbacken-Guerilla-Jacke. Ja, mach doch mal ein Logo. Hamsterbacken-Guerilla-Jacke-Logo. Dann. Schick's an QC, der hat da offensichtlich einen guten Sticker an der Hand. Genau. Vapory schreibt noch Blackheit, da schließe ich mich an. Ja, dann mal eine Kontrastversion zu Cloud Guerilla, genau. Eine Hamsterbacken Guerilla Jacke. Timo German schreibt noch Heisenberg Guerilla Jacke. Nee, das nicht. Nee. Aha. Das ist wohl nicht, wie viel Prozent wir die sticken sollen. Letztes habe ich genau wieder gesehen, wie jemand gefragt hat in deiner Gruppe: Hey, ich habe Heisenberg bekommen, mit wie viel Prozent kann ich das sagen? Wenn du das in einer Gruppe fragst, ja genau, da bist du nicht Du bist irgendwie, ich weiß auch nicht. Mach ja, euch nicht wieder über die Einsteiger los. Ja, aber es gibt tatsächlich irgendwie Leute, die dann tatsächlich so darauf lauern, bis einer diese Frage stellt, um dann den Shitstorm loszubrechen. Also. Ja, klar. Aber man kann ja auf Facebook ein bisschen suchen und dann findet man eigentlich die Antwort relativ rasch. Ja. Liebe Leute, wir haben jetzt 695 Abonnenten aktuell. Uns fehlen also noch 5 Abonnenten, da sind wir bei 700. Anders war so. Ich kann leider nicht zweimal. Und bei 700 Abonnenten macht der Reto jetzt Striptease oder was? Live. Was mache ich dann? Striptease? Das wollte er das? Das wolltest du nicht sehen. Das will niemand sehen, glaube ich. stell dir all die Heiratsanträge, die ich bekomme und Na Reto, wir wollen ja auch mal sehen, ob bei dir etwas gebracht hat. Ich bin schon wieder im Jojo-Effekt drin. Bin schon wieder am Überkippen. Vapy schreibt, nee. Okay, na gut. Reto, das ist kein Jojo-Effekt, aber bei dem Wetter draußen stellt der Körper auch Winter um und will natürlich wieder Dämmmaterial aufbauen. Naja, wenn es auf meinen Körper geht, hätte ich das ganze Jahr Winter. Nur ich merke im Sommer, dass ich dann auf Winter umgetrippt bin. Peron schreibt, jo, SV West Trikots. Ja, das, Dani. Ist doch der tote Dinge. Ja. Naja. Ja. Wir haben das mal angegeben. Dani hat uns vor 5-6 Monaten mal gesagt, ja, das kriegt er hin. Er kriegt es noch hin. Nee, wir müssen uns hier nicht darstellen. Wir wissen, was wir sind. Nein, ich hadere. Die Mehrheit möchte ja ein rotes Poloshirt. Ich bin dann der Einzige, der das einfach nicht anziehen kann. Aber ich kriege das, glaube ich, nicht. Aber ja. Nee, wir werden noch etwas machen. Wir haben jetzt mal ein neues Logo kreiert und wir machen eine ganze. So eine Zellenkultelinie, oder? Ja, wir machen jetzt so eine ganze Kleider-Collection von Kappe, von.
diversen wie sagt man, T-Shirts oder Poloshirts, Hemden, Hosen, Schuhe. Dampfmatten, Becher. Ja, Dampfmatten. Wir bringen auch ein eigenes Liquid raus und einen eigenen Mob raus. Und, ja, wir wollen das eigene Liquid dann wie Heisenberg? Ja, so ist es. Ja. Das heisst dann Stammtischberg oder so. Butschberg. Genau, die Butschi-Watte bringen wir ja auch noch raus. Also die werden in Zukunft nur noch das Geld verdienen über diese Show und gehen dann nicht mehr arbeiten, alle zusammen. Ja, so sieht die Pläne aus für die nächsten 30, 40 Jahre. Blackheart will ein Stringtanker. Das heißt Stringtanker. Ja. Ist gut. Machen wir. Ja, da muss er aber auch reinkommen dann. Ja. Vorführen. Der Butsch kann sich jetzt nicht wehren, der ist ja nicht da. Der Butsch wird ihn dann vorführen, wie der von mir aussieht. Aber wenn ihr schöne Bekleidung haben wollt, dieser nette Mensch, der sich hier Frederik nennt, das ist der Mr. Boni. Boni, oder? Boni, auch wenn er dieses Vapors Valley T-Shirt anhat, der hat eine ganze Kleider-Collection über Jacken, Pullover, über. Ich hab's jetzt nicht da, he. Ich habe auch ein Shirt von ihm. Er hat eine ganze Kleider-Collection. Diese Gasmaske mit diesem. Kannst du das mal einblenden? Ich habe nichts da. Kappen. Das Link. Ja, gib mal einen Link. Die sind wirklich cool, also die Kleider. Ja, es gibt ja zwei. Es gibt ja die vom Stammtisch Aargau und es gibt die Vapors Valley Geschichte. Genau. Guck, der hat ja Pyro, also. Ja, genau. Ist aber noch das alte Logo, oder? Ja, nee, Logo nicht, aber so die alte Kollektion ja, genau, quasi. Genau. Also ja, diese Sachen, ja. Die sehen wirklich geil aus, mit dieser Gasmaske könnt ihr günstig kaufen bei Spreadshirt, glaube ich. Ja, genau. Dann haut den Link mal in den Chat, da gibt es ganze Jacken, also der hat Erfahrung gewesen. Gebildet. Ah ja, Hobby. Wir vom Schweizer Vapor-Stammtisch, wir sind bescheiden. Wir wissen hier nicht so, wie bescheiden. Der Chat. Ja, der Butsch habt ihr bekommen, der Chat. Lieber Chat, ihr habt den Butsch bekommen. Dafür haben wir jetzt alle, dafür bekommen wir Blackheart, wir tauschen. Wir machen einen Tausch. Nee. Ja. Der Link hatte gerade, der Mr. Boni hat gerade. Extra für dich. Der Link gepostet. Cool. Ich habe mich tatsächlich rausgeekelt hier, schreibt der SVS. Aus seiner eigenen Sendung rausgeekelt. Aus seiner eigenen Sendung rausgeekelt. Jetzt nicht nochmal. Sorry, Mensch. Aber ich kann nicht raus, wenn ich rausgehe, ist die ganze Sendung flöte. Also nee, dann verabschiede ich mich, dann kann der arme Butsch wieder rein. Ah, okay. Dann danke für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Ja, gerne. Schön, was du da. Schön, was du da. Tschüss. Also Butsch, das muss aber schnell sein. Sonst huscht doch der Toxo dazwischen. Ja, genau. Ich blockiere Butsch. Der Toxo. Der lauert bestimmt auch schon im Hintergrund, der Toxo. Reto, du musst den Live-Chat erweitern. Wieso? Den kann man nicht erweitern. Was? Ich nicht. Der Hangout hat nur 10 Plätze, Punkt. Das ist schade. Naja. Im Bookfan-Club zerreißt es das Herz, lasst ihn rein, schreibt der Perl. Wir haben nicht damit gerechnet, dass so viele Leute in den Hangout wollen. Webrief schreibt, aber ein Kleber wäre schon schön cool, SOS, der ganz verstanden ist. Ja, ja, genau. Ah, siehst du. Naja, sowas lassen wir auf jeden Fall machen. Ja, darf ein T-Shirt, oder? Ja. Wir treffen uns alle intern in den nächsten 2 Monaten einmal alle zusammen und machen einen schönen Abend. Wir sind fünf, und werden dann über solche kleine Sachen bei einem Bierchen mit ein bisschen Grillen darüber sprechen. Ich habe doch einen von der Messe, unser Morpheus, der da immer wieder uns hier belästigt. Der ja wirklich jetzt mittlerweile regelmäßig immer wieder Gast ist. Und,
den wir auch sehr schätzen. Der hat ja an der Messe, gab es einen Cloud Chaser Contest und der hat da wirklich Hochhaus abgeräumt, das Ding gerockt und gewonnen. Und hat da wirklich eine super rattengeile Webfood-Box mit drei Akkus, ich weiß gar nicht, wie die heißt, hat der abgeräumt dort. Genau. Super schönes Teil. Gratuliere nochmal, Morpheus. Der Butch ist da. Butch, hörst du mich? Hallo, 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 hallo. Wir hören dich über Sie. Hallo, Butch. Hallo, Butch. Was ist denn? Ja, in der eigenen Sendung rausgeworfen. Ich bin der Spielverderber. Nee. Der Butch-Show rausgeworfen. Ja, ich sehe nur deine Dampfe im Zahnbürstenglas. Nee, ich auch so. Ja, also ich sehe auch kein Bild von ihm. Also. Ja, ich versuche das gerade zu klären. Keine Ahnung, was da los ist. Windows? Cool, ich quatsch mit dem Zahnbürstenglas. Hast du Windows? Momentan gerade Mac. In den letzten 2 Stunden benutzte ich Mac. Ausnahmsweise. So ein Scheiß. Ja, lala. Ja, ich versuche das noch irgendwie hinzukriegen. Ja, Hauptsache. Jo. Ja, genau. Was will man denn mehr außer ihn hören, oder? Ja, das ist definitiv so, ja. Vielleicht muss er zuerst seine Hosen wieder anziehen. Also wenn ich reingekommen bin, um gebasht zu werden, dann könnt ihr mich mal rein. Tschüss. Tschüss. Ich finde die Dampfe ja schön, ne? Also. Ja, ich finde die Dampfe auch schön. Klaus. Das ist ein schönes Bild. Ja. Jetzt hat er ja. Da ist er da. Da ist er, der Butchi. Mit dem Butchfinger. Ah, schön. Den haben wir doch lange nicht mehr gesehen, den Butchfinger, ne? Der Perron schreibt noch Butchi Baby. Statt da weiter zu quatschen. Chance verpasst. Jetzt hast du noch einen weiteren Gang bekommen von Perron. Butchi Baby. Butchi Baby. Butchi Baby, ja. Der Butchi Baby braucht die Butchi Watte. Also hier machen wir noch einen richtigen Marketing-Profi. Gut, 2 Stunden um, noch nicht ganz, aber fast, für eine Themensendung wieder ein bisschen überzogen. Habt jemand was? Noch was? Also ich kann noch kurz ein Feedback geben über der Single-Community. Also ich habe ihn fertig gebaut. Ich blende dich mal für alle ein. Jawohl. Die Wicklung genau vors Loch. Ist eine SS durch 16, 0,7 Ohm und ich habe die Öffnung auf der Seite vom Loch, also von der Ding da. Überhaupt kein Pfeifen mehr, das ist angenehm. Null. Der Geschmack ist sehr gut. Drückt mich ein bisschen intensiver als mit dem anderen Deck. Mhm. Das Einzige ist, es ist ein bisschen, also für mich war es ein bisschen mühsamer, die Watte schön reinzulegen und zu buschen. Da hat es wenig Platz wegen dem Teil da. Ansonsten, ja, sehr zufrieden. Ja. Ich mag es wirklich toll. Der Zug ist, wir haben ihn jetzt ganz offen auf der Seite von dem Kanal, oder? Mhm. Du kannst ihn ja auf beide Seiten oder nur hinten. Jetzt mache ich mal ein bisschen zu. So wirklich. Ja, Geschmack meines Erachtens intensiver auf jeden Fall. Okay. Ja, cool. Was hast du denn da für ein giftgrünes Liquid drin? Halb. Heisenberg. Wie viel Prozent? 12,78. 3, 4, 5, 6. Also es ist noch Feedback-Time, habe ich mitbekommen. Hä? Feedback. Aber schön, dann kann ich mich auf morgen freuen. Auf jeden Fall, ja. Eben ein bisschen mühsam, zum die Watte zu verlegen, richtig unter die Löcher, weil da bleibt wirklich nur noch wenig Platz. Ich habe 3 mm. Coil gemacht, aber ansonsten geht Bock. Super. Was ich da noch missen möchte, ist, wie das Deck mit Max VG-Zeug umgeht. Also da ist, bei mir ist jetzt ungefähr 55 VG drin.
Ja, gut, 50 ist sicher kein Problem, aber so ab 80 mit nur noch zwei Löchern könnte es schwierig werden. Ja, aber die Löcher sind ja gleich groß, oder? Ja, die sind genau gleich, ja. Nee, aber nur zwei. Ja, genau. Aber du hast ja auch noch nur noch eine Coil, die du nass machen musst. Ja, das spielt aber keine Rolle. Es geht ja darum, dass die Watte unten benetzt wird und mit zwei Löchern, mit vier Löchern hast du automatisch den höheren Nachfluss einfach. Und das geht ja gar nicht unbedingt darum, du hast einfach die größeren für die, wie heißt die? Wenn es nachzieht. Kapillarwirkung. Und die Kapillarwirkung, wenn du vier Löcher hast, kann das viel schneller runter als mit zwei halt. Auch wenn du nur eine Coil hast, das kann sein, wenn du da natürlich schnell dran ziehst und viel dran ziehst, mag das dann einfach nicht mehr. Ja gut, aber wenn eine Dual-Coil mit vier Löchern zurechtkommt, müsste doch eine Single-Coil mit zwei zurechtkommen. Ja, ich glaube nicht ganz so einem. Mal sehen. Ich möchte es dann wissen. Du wirst mir das sicher sagen können, Renato. Ausprobieren und nächste Woche dann erklären. Genau. Nachdem ich nur VG dampf, wird mir nichts anderes übrig bleiben. Ja, genau. Dann wird dann schon spannend, ne? Ja. Ich habe noch ein kleines Feedback zum ersten CityVape Liquid, das ich jetzt so durchgedampft habe. Das ist das Zombie Fuel. Das ist so eine Pink Lemonade, würden das glaube ich andere nennen. Das ist eine der ersten, wenn nicht die erste Himbeere, die ich wirklich mag. Ich glaube, das ist wirklich eine Himbeere, die ich ernsthaft mag. Richtig leckere Himbeere mit Zitrone. Also sehr ein einfaches Liquid. Nichts Komplexes, nichts übertrieben, was meine Geschmackssinne jetzt da fordert, aber geil, erfrischend, schmeckt geil. Und Reto? Nein. Ja. Kannst du dir Philipp wieder klein machen? Also jetzt noch groß. Jetzt, ja. Entschuldigung. Ja. Sorry fürs Reingrätschen. Ja, passt schon. Das